Ja, hallo Gerüstbauer, heute geht es in der Folge 2a in der Reihe CAD für Gerüstbauer um das Zeichnen von Gerüstrohren, erst im zweidimensionalen Bereich, dann werden wir diese Querschnittsfläche schraffieren, dann werden wir daraus ein Gerüstrohr dreidimensional machen, wir gehen also in die dritte Dimension und werden das Ganze dann auch im Papierbereich bemaßen. Dazu wünsche ich euch viel Vergnügen. Ich gehe jetzt davon aus, dass ihr im Besitz der Aufgabenstellung seid. Ich blende sie mal eben kurz einmal ein. Das ist die erste Seite. Zweite Seite. Und so sieht das prinzipiell erstmal in der 2D-Konstruktion aus. Wir werden auch, wie gesagt, die Querschnittsflächen bemaßen und dann auch schraffieren. Auch Text werden wir einfügen, Rohrtyp 3, Rohrtyp 4. Diese Sachen werden wir auch machen. Und ja, dann starten wir doch einfach mal. Ja, ich habe bereits AutoCAD 2019 in diesem Falle geöffnet. Das erste, was wir tun, wir öffnen die Datei, die wir als allererstes erstellt haben, wo die ganzen Voreinstellungen drin. Wir gehen auf Datei öffnen. Dann ist sich dieser Browser. Jetzt gehen wir natürlich zu dem Bereich hin, wo diese Übung hinterlegt ist. Das war die erste Layer, CAD-00 Layer. Anwählen und gehen auf Öffnen. So, wir sehen nichts. Das ist erstmal nur die Zeichnung. Wir sind in der Draufsicht. Wir sind hier unten im Modellbereich. Das sollte bei euch genauso sein. Das erste, was wir tun, wir speichern sie unter den neuen Namen ab. Datei, speichern unter. Dazu gehen wir in den Ordner, wo diese Übung hinterlegt wird, Übung 2a, und geben natürlich jetzt den Namen ein, den wir brauchen, mit dem aktuellen Datum, fangen mit dem Jahr an, Monat und der Tag, Nachname, Unterstrich Vorname, CAD bleibt so, da machen wir 2a hin und Gerüstrohre. Sagen Speichern. Jetzt hat sich hier oben der Name geändert. Wir sind jetzt im Bereich der Draufsicht. Falls das bei euch anders ist, man kann das über mehrere Sachen einstellen. Einmal über den Cube. Da wären wir in der Vorderansicht. Ihr seht, das ändert sich auch hier. Man kann das auch hier anwählen. Wenn ich sage, wieder die Draufsicht, also oben, sind wir wieder in der oberen Draufsicht. Oder in der Draufsicht. Oder Ansicht oben. Ja. Jetzt sollten wir noch Folgendes machen, wir sollten den Layer in der Layer-Steuerung wechseln. Und zwar gehen wir auf zunächst den Layer-Gerüstrohr Typ 3, das ist dieser hier, und das hier oben zu sehen ist. Ja, jetzt müssen wir ein Gerüstrohr zeichnen. Das Gerüstrohr hat einen Außendurchmesser von 48,3 mm. Dazu gibt es den Kreisbefehl, den klicken wir einmal an. Klicken jetzt einfach hier in den Bereich irgendwo in den Bildschirm rein, klicken hin. Jetzt bitte unten darauf achten, was hier steht. Da steht, erstmal kann ich den Radius eingeben. Ich will aber den Durchmesser eingeben, da muss ich ein großes D eingeben. Das mache ich jetzt als erstes, groß D für Durchmesser. Und jetzt kann ich den Durchmesser eingeben, 48,3. Wir zeichnen in Millimeter. Und da ist schon mein Durchmesser, beziehungsweise mein Kreis. Das ist jetzt einfach nur eine Linie. Ja, dass es nur eine Linie ist, kann man jetzt erstmal sehen, wenn ich die Shift-Taste, also die Umstelltaste für die Großbuchstaben drücke und drücke mal ein Scrollrad runter, kann ich das hier bewegen. Seht ihr das? Ich hoffe, man kann es erkennen. Der Cube ist unten oben hier, der wandert hier mit. Und dann kann ich das hier zeigen. Das ist also auch jetzt in der entsprechenden Isometrie. Ja, ist einfach nur eine Linie. Wir bleiben aber, wie gesagt, in der Ansicht oben, also Draufsicht. Ein bisschen zurecht scrollen. Jetzt müssen wir von dieser Linie den Wandabstand nach innen versetzen. Das macht man mit dem Befehl Versetzen aus dem Werkzeugkasten ändern. Da ist er. Ich drücke da drauf. Als erstes muss ich den Wandabstand eingeben. Das sind 3,2 mm für Rohrtyp 3. Habe ich gemacht. Jetzt klicke ich diese Linie an mit der linken Maustaste. Nach innen gehen und mit der linken Maustaste nochmal da reinsetzen. Und mit Escape, um den Befehl abzuschließen. Ja. Jetzt habe ich hier zwei Linien. Auch das sind einzelne Objekte. Auch nochmal hier Shift-Taste gedrückt, Scroll-Taste gedrückt. Erst Shift, dann die Scroll-Taste gedrückt halten. Und dann kann man das Ganze so ein bisschen hier
Das ist der Pan-Befehl, da kann ich die Zeichnung mit verschieben. Und ja, ihr seht, das sind zwei einzelne Linien, wenn ich da drauf gebe, ist das noch keine Fläche. Das ist das, was wir als nächstes jetzt machen. Wir gehen wieder in den, die Draufsicht, also nach oben. So. Und jetzt werde ich zunächst erstmal aus diesen einzelnen, oder wir haben ja zwei Kreise jetzt gezeichnet, aus den einzelnen Kreisen eine sogenannte Region machen. Da gibt es ein entsprechendes Button für, ich gebe es aber ganz normal erstmal unten in die Befehlszeile hier unten rein. Da sieht schon Region. Klickt jetzt diesen äußeren Kreis als erstes an und mit Return diese Auswahl abschließen. Wenn ich jetzt nochmal Return drücke, wird der letzte Befehl noch wieder aufgerufen und mache auch den inneren Kreis zu einer Region. So, was ist jetzt passiert? Zwar ist es erstmal so in diesem Modus nicht sichtbar, dass es jetzt um Flächen handelt. Das sehen wir aber dann, wenn wir zum Beispiel hier auch von dem Drahtkörper-Visualierungsstil mal auf, sagen wir mal, konzeptionell gehen. Dann wird das Ganze blau dargestellt. Und das ist jetzt eine Kreisfläche. Wir gehen aber wieder auf Drahtkörper und wir machen Folgendes. In der Grundeinstellung hier bei der Layer-Steuerung haben wir noch kein Layer drin, der Schraffur heißt. Den sollten wir jetzt mal nachträglich einfügen. Dazu gehen wir in den Layer-Eigenschaftsmanager. Wir wählen uns jetzt irgendein Layer aus, der schon eine durchgehende Linie hat. Ich nehme mal hier das Bauwerk als Beispiel. Ist eigentlich egal, welchen ihr nehmt. Rechte Maustaste, kommt das Kontextmenü, neuer Layer. Und jetzt nennen wir den Layer Schraffur. Und ich habe es bei mir so gemacht, dass ich die Schraffur-Layer erstmal die Linienstärke verändere. Das machen wir mit 0,25. Okay. Dann werde ich die Farbe wechseln. Ich hätte die gerne in Magenta. Das ist diese Farbe hier. Indexfarbe 6. Da kann man es sehen. Das war 6 Magenta. Zurückkommen. Okay. Ja. Es ist ja wieder weggesprungen. Das ist aber normal. Ich gehe hier in diesen rechten Bereich rein. Zum Layer-Eigenschaftsmanager. Rechte Maustaste auf Schraffur und dann sage ich aktuell, dann wird dieser Layer aktuell oben eingestellt. Wir befinden uns jetzt noch im Layer Gerüstrohr unterstrich Typ unterstrich 3. Ihr seht jetzt hier oben, da ist Layer Schraffur angewählt. So, jetzt kann ich die Schraffur wählen. Das ist im Menü Zeichnen. Hier oben ist die Menüzeile Zeichnen, Schraffur. Jetzt wähle ich das Objekt aus. Ich muss beide Objekte wählen, jetzt muss ich natürlich erstmal nochmal die Schraffurmuster. Ich nehme das hier. Das sieht aber sehr grob aus, das gefällt mir nicht. Jetzt kann ich hier, erstmal könnte ich den Winkel ändern, die Schraffur ist unter 45 Grad, ich könnte auch den Winkel jetzt ändern. Aber ich hätte gern das mehr verfeinert, also wenn ich jetzt da statt 1 0,5 hinschreibe, haben wir die doppelte Anzahl an Linien. Denkt daran, Komma ist in AutoCAD ein Punkt, 0,5. Drück auf Return. Ihr seht, sind mehr, das gefällt mir wesentlich besser, sieht besser aus. Ja, hätten wir prinzipiell das erste Gerüstrohr schon dargestellt. Schraffur-Erstellung schließen. Erste Rohr wäre prinzipiell fertig. So, wir wechseln hier den Layer. Gerüstrohr Typ 4. Wir gehen wieder auf den Befehl Kreis. Jetzt, wenn ich hier so ein bisschen über diese Konstruktion hier fahre, sieht man den Mittelpunkt des Kreises. Wenn ich jetzt hier da weitergehe, komme ich genau wieder in die Mitte, hätte ich ja ganz gerne hier. So, jetzt wieder unten D für Durchmesser eingeben und wir sehen, der alte Durchmesser ist noch drin. Wir brauchen einfach mit Return bestätigen und schon haben wir den neuen Außendurchmesser des Gerüstrohrs Typ 4. Ja, wieder versetzen, Befehl versetzen, Menükasten ändern. Jetzt muss ich allerdings hier die 3,2 mm Wandstärke durch eine andere Wandstärke setzen. Ich klicke mit der linken Maustaste hier unten rein. 4,05. Sagt da Return zu. Es kommt wieder dieses kleine Quadrat. Ich klicke die Außenlinie an, gehe nach innen, nochmal linke Maustaste und ja, Return im Befehl abschließen, beziehungsweise auch die Escape-Taste geht auch. Ja, es sind wieder einzelne Linien. Selbe Sache wie eben. Befehl Region. Den tippe ich, wie gesagt, 1. Gibt auch ein Icon zu. Muss allerdings sagen, ich musst du das Icon jetzt erstmal bei mir suchen. Ich mache das immer per Tastatur. Region. Erst den äußeren und dann den inneren. So.
Jetzt haben wir aber noch nicht. Wir machen erst noch die Schraffur dazu. Da ist die Schraffur. Jetzt machen wir mal komplett voll hinterlegt, also komplett ja, magentafarben. Und das einmal gezeigt. Zeichnen, Schraffur. Wählen jetzt dieses aus, wird der Zwischenbereich gemacht und jetzt sind sie solid. Und damit hätten wir das Ganze komplett schon hinterlegt. Schraffur wieder schließen. So, jetzt sind das aber immer noch zwar einzelne Flächen, aber das würde jetzt nicht als Rohr dargestellt, wenn wir es gleich extrudieren wollen, das heißt in die Höhe ziehen wollen, sondern wir müssen mit Hilfe der sogenannten Boolschen Algebra das eine vom anderen abziehen. Dazu machen wir jetzt erstmal die Schraffur aus. Schraffur stellen wir aus. So haben wir wieder nur die Kreise. Der aktuelle Layer ist deaktiviert. Dann geben wir mal, fangen wir erstmal den größeren Typ 3 an. Gehen wir hier drauf. Also ist das ein bisschen größer. Und dann gibt es im Werkzeugkasten Volumenkörper bearbeiten. Hier den zweiten Befehl, da ist Differenz. Den wähle ich jetzt aus. Wir ziehen den kleineren Kreis, die kleinere Kreisfläche von der größeren Kreisfläche ab. Es bleibt dann nur noch die Wandung über. Also erst den äußeren Kreis wählen jetzt. Die Auswahl habe ich gerade links, linken Maustaste gemacht, mit der rechten Maustaste bestätigen. Jetzt fragt er mich noch nach dem nächsten Objekt, die Differenz. Das ist die innere Kreisfläche. Linke Maustaste anwählen, rechte Maustaste bestätigen. So, und jetzt haben wir, seht ihr, jetzt ist der Unterschied da. Das ist jetzt eine Fläche. Wenn wir jetzt die Schraffur wieder reinnehmen, ist die Schraffur auch noch da. Schraffur mache ich aber wieder aus. So. Ja, das war jetzt wieder der erste Kreis. Und jetzt gehen wir an den zweiten Kreis. Wir wechseln nochmal eben den Layer. Rohtyp 4. Und machen jetzt genau das Gleiche. Den Befehl Differenz aus dem Werkzeugkasten Volumenkörper bearbeiten. Anwählen mit der linken Maustaste. Erst die äußere Kreisfläche nehmen, mit der linken Maustaste anwählen. Rechte Maustaste bestätigen. Innere Kreisfläche anwählen mit der linken Maustaste, mit der rechten Maustaste bestätigen. So, jetzt haben wir wieder einen zusammenhängenden Kreis. Gut. Jetzt machen wir Folgendes. Wir schalten den Schraffur-Layer an, machen also die Lampe aus, kopieren diese beiden Dinge einmal nach unten. Jetzt sollte hier unten der Ortho-Modus angeschaltet sein. Ich möchte das genau da drunter haben erstmal. So. Und jetzt gehen wir auf den Befehl Verschieben, ebenfalls aus dem Werkzeugkasten ändern. Wir schieben das jetzt mal an die Seite. So. Jetzt möchte ich gerne diese beiden Rohre extrudieren. Das machen wir wie folgt. Wir stellen erst nochmal die Schraffur aus. Na, so ein bisschen gerade daneben geklickt. Da ist ausgestellt, sieht er aus. Aktuelle Layer ist deaktiviert. Steht hier mit OK, das ist kein Thema. Wir wechseln jetzt den Layer. Wir fangen mit dem Rohrtyp 3 an. Da gehen wir jetzt auch drauf. So, jetzt mache ich wieder Shift-Taste und die Zoom-Taste, beziehungsweise die dritte Maustaste von meiner Maus. Erstmal eben mal den Ton aus, weil das stört. Ja. So, das wollen wir jetzt 500 mm lang, also das soll so 50 cm hoch werden. Das extrudieren wir jetzt in die Höhe. Und dazu gibt es einen Befehl, der heißt Extrusion. Auch dazu gibt es ein Icon und einen Befehl auch hier oben in der Menüleiste. Ich mache das aber so, ich gebe das einfach eben bei die Tastatur ein. Ich kann es auch abkürzen mit X. Ich kann es auch ausschreiben, Extrusion, so wie es da steht. Drücke einfach auf Return. So, jetzt fragt er mich hier unten, das zu extrudierende Objekt wähle. Ich wähle jetzt dieses Rolltyp 3 an, sagt nur die Fläche erstmal. Die Auswahl mit der Return bestätigen. Und jetzt fragt er mich nach der Höhe. Und die Höhe ist 500 mm. Wir zeichnen in Millimeter. Da ist er. Das sieht jetzt relativ unspektakulär aus. Wir können das aber sofort hier oben, wenn wir mal den Visualisierungsstil ändern, auf realistisch machen, damit es ein blaues Rohr dargestellt damals. So. Bitte. Wenn man jetzt kommt der große Unterschied. Wir hatten ja eben das
zweidimensional gemacht, das ist dreidimensional. Und wenn man jetzt in die Vorderansicht geht, sehen wir auch sofort, dass hier das Rohr so dargestellt wird. Gut, wir gehen wieder auf die Draußen, das heißt Ansicht oben, und machen das jetzt genauso nochmal für das Rohr Typ 4. Jetzt müssen wir, stellen am besten der Drahtkörper ein. Da muss ich hier auf den Layer Typ 4 wechseln. Warum muss ich das jetzt wechseln? Ich kann das auch erstmal hier machen, dann würde dieses größere Typ 4 auf den Layer Typ 3 extrudieren. Ich kann aber das hinterher nochmal anwählen und dann hier mit der Layer-Steuerung nochmal auf den richtigen Layer legen. Also es ist eigentlich egal, wie man es macht. Ich mache jetzt nur mal den klassischen Weg, dass man es sofort richtig macht. Wir wechseln einfach den Layer und sagen wieder X für Extrusion. So, wähle wieder Fläche an und sage 500 mm. So, in der Draußicht hat sich nichts geändert. Das ändert sich jetzt aber, wenn wir in die Vorderansicht gehen. Jetzt bin ich ja zu schnell gewesen gerade. Da haben wir es. So, wenn wir jetzt wieder nach oben gucken und sagen, jetzt Schraffur wieder ein, ist die Schraffur auch immer noch da. Da ist er. So. Ja, das war die Arbeit im Modellbereich. Ich hatte euch aber in der Einführung gesagt, wir wollen das Ganze auch noch bemaßen. Jetzt müssen wir uns überlegen, welches Zeichnungsformat müssen wir wählen. Wenn wir es im Maßstab 1:1 jetzt machen würden, in der Zeichnung, im Papierbereich, dann würden wir das 500 mm lange hohe Rohr nicht auf einem DIN-A4-Papier, was nur 297 mm, da müssen wir jetzt noch 10 mm abziehen für die Zeichnungsrahmenbegrenzung, draufpassen. Also man müsste schon auch im Maßstab entsprechend anpassen. Da müssen wir uns jetzt drüber einig sein. Ich würde erstmal vorschlagen, dass wir erstmal die DIN-A4 nur die Draufsicht mal machen, dass wir einfach mal gucken, wie funktioniert das mit dem Papierbereich, und machen dann nochmal eine DIN-A3-Zeichnung, wo wir dann nochmal die Draufsicht und auch die Vorderansicht zu den jeweiligen Rohren haben. Ja, wir sind immer noch im Modellbereich. Daran erkennen wir, dass hier unten auf den Reitern hier das fett hinterlegtes Modell. Hier sehen wir Layout 1, Layout 2, da ist noch nichts hinterlegt. Wir klicken auf das Layout 1 hier unten drauf, dann gehen wir vom Modellbereich in den Papierbereich. Haben wir hier. Ihr seht auch schon Teilauswahl. Hier haben wir das Ansichtsfenster. Aber bevor wir da irgendwas jetzt dran ändern, würde ich erstmal vorschlagen, wir geben dem Teil hier erstmal einen Namen. Einfach doppelklicken auf den Register und sagen DS für Draufsicht Gerüstrohre. Und sagen einfach 2D, weil wir machen erstmal die 2D-Geschichte. 2D. So, Return. Haben wir erstmal dem Ding einen Namen gegeben. Und das hätte ich gerne hochkant DIN A4, dieses Blatt. Rechte Maustaste auf das Register gehen, auf den Seiteneinrichtungsmanager gehen. Wenn ich jetzt mehrere Layouts hier mit benannt habe, also es tauchen jetzt auch mehrere auf, ich muss also diesen hier dann auswählen. Da wir nur einen haben, ist er schon bereits ausgewählt, und sagen hier einfach ändern. Und jetzt kann ich hier bestimmte Einstellungen treffen. Ich schiebe das mal ein bisschen mehr in die Mitte. So, erstmal müssen wir einen Drucker oder Plotter wählen. Da ich jetzt nicht weiß, was im Unterrichtsraum oder bei euch zu Hause an Plottern angeschlossen ist, wir wählen einfach mal die Möglichkeit, dass wir aus dieser DWG-Datei, das ist ja das eigentliche AutoCAD-Format, eine PDF-Datei machen. Das ist also dieser Plotter hier. Jetzt brauchen wir noch das Papierformat. Hier ist schon die ISO A4 210x297 mm angewählt. Das hätte ich aber gerne nicht, sondern ich hätte das gerne, dass wir ISO Full Bleed nehmen. Und zwar 210x297 haben wir. Zu ploppen ist der gesamte Layout-Bereich. Das können wir so lassen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, dass man auch nur das, was ich gerade im Bildschirm sehe, also mit der Zoom-Taste beschrieben habe, nur plotte, dass ich ein komplettes Fenster aufziehe. Das kann ich also auch bestimmte Bereiche, oder hier wird, sagen wir so, hier wird geplottet, was ich gerade sehe. Hier wird geplottet, ein Fenster geplottet, was ich dann definieren muss, indem ich das einfach zoome, und Grenzen ist komplett der Bereich, wo Linien sind, und Layout ist das, was ich hier definiert habe. Ich will die nach 4 Außenkante haben. Das ist das, was wir uns hier nehmen. Ist ja voreingestellt auch, passt. Hier brauchen wir erstmal nichts ändern.
Maßstab, Plot-Maßstab ist 1 zu 1. Wir wollen das DIN A4-Blatt im Maßstab 1 zu 1 komplett haben. Das hat nichts mit dem Ansichtsfenster zu tun. Das werden wir gleich ändern, dass wir die Darstellung der Kreise, der Gerüstrohre im Maßstab 1 zu 1 und hinterher 1 zu 2 ändern. Aber erstmal, Plot-Maßstab ist hier 1 zu 1. Gut, dann müssen wir eine Plot-Stil-Tabelle zuweisen. Da kann man jetzt also verschiedene Farben wählen. Ich will das Ganze gerne in Schwarz-Weiß haben. Es ist dann monochrom. Hier brauchen wir nichts ändern. Von Qualität normal würde ich sagen auf maximal. Da wird hier 200 dpi angezeigt. Das ist für unsere Zwecke weitaus ausreichend. Hier ist allerdings noch eingestellt, Querformat ist angewählt. Wir wollen es aber in Hochformat haben. Klicke ich Hochformat ein und sage jetzt OK. Jetzt sehen wir, dass Flachkantformat ist in Hochkantformat geändert worden. Ich kann dieses Fenster jetzt auch schließen hier. So, da ist also mein DIN A4 Blatt. Jetzt muss ich dieses Ansichtsfenster entsprechend bearbeiten. Erstmal gibt es für Ansichtsfenster in unserer Einstellung ein eigenes Layer. Das sollte ich auch nutzen. Das liegt jetzt hier auf dem Layer Gerüst Typ 4, weil das der letzte Layer war, den ich angewählt habe, bevor wir dieses dieses Layout Draufsicht Gerüstrohr 2D erstellt haben. Da war dieser Layer angewählt. Ich klicke jetzt einfach hier, markiere dieses Ansichtsfenster. Es wirkt prinzipiell wie so eine Art Lupe und sage jetzt okay, wir machen das auf den Layer Fenster Layer. Da ist er. Braun. Okay, jetzt haben wir das schon mal gemacht. Jetzt kann ich das nochmal markieren. Es gibt hier diese Griffe. Dann kann ich die einfach durch draufklicken, dass die rot werden, runterschieben. So und so. Ja, jetzt ist das aber sehr klein dargestellt. Wir wollen das im Maßstab für das DIN A4 Blatt mal 1 zu 1 haben. Also Maßstab 1 zu 1. Rechte Maustaste draufklicken, öffnet sich dieses Kontextmenü. Dann gibt es hier den Bereich Eigenschaften. Der öffnet sich jetzt hier. Und jetzt kann ich hier unter Ansichtsfenstermaßstab den Maßstab auswählen. 1 zu 1. So, ich mache das Ansichtsfenster durch Klicken auf dieses X hier oben wieder weg. Ich schließe das. Jetzt muss ich das vielleicht ein bisschen größer noch mehr aufziehen hier. So, ein bisschen weiter. So, so und so. Das ist unser Gerüstrohrtyp 3. Jetzt will ich das Ganze nochmal verschieben. Ich war jetzt vielleicht ein bisschen schnell. Ich möchte das erstmal mehr in die Mitte haben und dann auch ein bisschen noch nach oben. Gehe jetzt hier auf den Befehl Schieben, Werkzeugkasten ändern. Klicke den Rahmen dieses Ansichtsfensters an. Und jetzt habe ich hier unten noch den Automodus aktiviert. Ich kann jetzt erstmal zur Seite schieben. Ich schiebe es auch ein bisschen hoch. Rechte Maustaste, wieder letzte Befehl wieder aufgerufen. Wieder anwählen. Linke Maustaste und jetzt etwas höher schieben. Sagen wir mal so, ja, das sieht gut aus. Ja, und jetzt, da ich das andere Gerüstrohr auch noch auf dieser Zeichnung haben will, klicke ich jetzt hier nochmal, oder gehe ich in den Werkzeugkasten ändern, Befehl kopieren, linke Maustaste anwählen, Ansichtsfenster anwählen, rechte Maustaste Auswahl bestätigen und schiebe oder kopiere jetzt dieses Fenster nach rechts. So, ja. Und jetzt kommt etwas, da müsst ihr aufpassen. Wir befinden uns ja, wie gesagt, im Papierbereich. Das könnt ihr auch hier dran nochmal erkennen, da steht Papierbereich. Wenn ich jetzt hier in das Ansichtsfenster doppelt reinklicke, befinde ich mich wieder im Modellbereich, obwohl ich hier den Papierbereich sehe. Und da müsst ihr aufpassen. Wenn ihr da jetzt irgendwie scrollt oder was, habt ihr den Maßstab von diesem Ansichtsfenster verändert. Deswegen vorsichtig jetzt, einfach doppelt reinklicken. Jetzt gibt es hier den Befehl Pan. Da, der ist bei mir hier dargestellt. In Echtzeit, genau, klicke auch mal drauf. Da ist meine Maus. Jetzt halte ich die Shift-Taste, also die Umschalttaste gedrückt und ziehe das Ganze jetzt nach links. Vorsichtig nach links und da kommt mein anderes Gerüstrohr Typ 4 ins Bild. Das schiebe ich jetzt so ein bisschen da mit in das Fenster rein. Sag jetzt Escape, um diesen Pan-Befehl aufzulösen. Bin aber noch im Modellbereich drin, musste jetzt außerhalb dieses Ansichtsfensters irgendwo mal doppelklicken. Könnte man auch hier im Bearbeitungsbereich reinmachen, da ist wieder dieses
Ja, sind wir wieder komplett im Papierbereich. Wenn ich jetzt nochmal hier doppelklicke, seht ihr, wandelt das vom Papierbereich hier in den Modellbereich. Rausgehen, einfach daneben irgendwo, wo kein anderes Ansichtsfenster ist, einfach mal klicken. Damit habe ich jetzt beide Gerüstrohre Typ 3 und Typ 4 in der Draufsicht dargestellt. Und jetzt kann ich an die Bemaßung gehen. Dazu sollte ich den Layer ändern. Jetzt ein eigenes Layer Bemaßung im Papierbereich. Da ist er. Und jetzt gibt es hier an der Seite im Werkzeugkasten Bemaßen. Bemaßung linear. Ich klicke mit der linken Maustaste drauf, wähle den Befehl aus, scroll jetzt mit der Maustaste mal ein bisschen näher ran. Und jetzt hole ich mir die Quadrantenpunkte für meinen Durchmesser. Und ihr seht, super, da ist der Durchmesser. Einfach mal irgendwo hier drunter jetzt mit der linken Maustaste klicken. Und damit habe ich das hier festgemacht. Jetzt brauchen wir den Wandabstand. Nochmal wieder auf dem Befehl lineare Bemaßung. Ich mache jetzt im Falle die rechte Maustaste. Wiederholen linear. Gehe jetzt wieder etwas näher ran. Zoome jetzt hier nochmal wieder. Ich gehe an die Innenseite vielleicht mal. Den Quadranten. Da ist er. Hier rüber. So, und da habe ich schon, ihr seht schon, da kommt meine 3,2 mm Wandstärke. Sehr schön. Das gleiche mache ich jetzt auch nochmal für das Rohr Typ 4. Wiederhole linear. Ich gehe zuerst auf die Quadranten. So, damit das hier schön aussieht, ich habe jetzt ja hier, oder könnte diese Maßlinie jetzt beliebig in der Y-Ausrichtung irgendwo einfügen, aber ich möchte das genau auf dieselbe Höhe haben wie die erste Bemaßung. Jetzt gehe ich mal ein bisschen näher ran und klicke mal einfach hier auf diesen Endpunkt. Da habe ich das genau in der gleichen Linie. Schön. Nochmal rechte Maustaste, wir wiederholen den Befehl, lineare Bemaßung. Ich suche jetzt die inneren Quadranten. Da ist der Punkt. Und das mache ich jetzt genauso, wie das genau auf dieselbe Höhe passt. Sehr schön. Damit haben wir bemaßt. Ja, was jetzt noch? Text. Hier sollte noch der Text rein, Rohrtyp 3, Rohrtyp 4. Hier gibt es oben den Befehl Text, den finde ich allerdings auch hier im Werkzeugkasten zeichnen. Ist egal, welchen ihr wählt. Ich nehme mal diesen hier. Ja, jetzt muss ich im Fenster auf. Ich gehe wieder näher ran. Ich muss jetzt im Fenster aufziehen. Mit der linken Maustaste die Auswahl ungefähr so abschließen. Jetzt kommt hier ein Textfeld. Jetzt gebe ich erstmal Text ein. Rohr, Typ 4. Ich hätte das gerne noch in die zweite Zeile gerutscht und ich hätte das gerne jetzt mittig. Ich habe jetzt einfach Folgendes gemacht. Ich habe hier einfach den Cursor vorgesetzt, ja, Return gedrückt. Gehen wir in die zweite Zeile. Diesen Bereich jetzt markieren. Ich will das gerne mittig zentriert. Das gibt es hier dann oben unter Absatz. Dann mittig, Mittelpunkt, das ist also schön mittig. Jetzt könnte ich hier auch noch die Schriftart anpassen, ob es fett ist und was weiß ich nicht mehr. Müsste aber ein bisschen drauf aufpassen, was für eine Schriftart eingestellt ist. Bei Isopör, die ja Normschrift, kann man das nicht fett machen. Man kann es immer auf 75 Grad stellen. Das geht, aber ich lasse das mal so, wie es hier ist. Das sieht gut aus. Texteditor schließen. So, das könnte ich jetzt theoretisch auch nochmal mit dem Rohrtyp. Oh. Ich habe gerade gesehen, wir haben einen Fehler gemacht. Hey, das ist ja nicht Rohrtyp 4, sondern Rohrtyp 3. Also, jetzt müsst ihr vorsichtig sein. Wir sind ja hier im Bereich Ansichtsfenster. Wir ändern jetzt nochmal von Rohrtyp 4 in Rohrtyp 3. Doppelklick. Also gucken, dass das ein bisschen hier markiert ist. Ihr seht das, wenn ich mit dem Cursor da drüber gehe. Doppelklicken. Und jetzt kann man das nochmal ändern hier. 3. Texteditor schließen. Passt. So, das ist gut. Das könnte man jetzt genauso nochmal machen für das Rohrtyp 4. Geht dann noch einfacher. Ich kopiere einfach diesen Text, die Änderungsbefehle oder alle anderen Befehle, die es hier gibt, gehen auch immer grundsätzlich im Papierbereich. Also kopieren, Werkzeugkasten ändern, klicke den Text an, bestätige die Auswahl mit der rechten Maustaste und jetzt gehe ich nochmal über die Konstruktion, suche mir den Mittelpunkt raus, das ist der hier. Fahre jetzt hier drüber, ihr seht, der Mittelpunkt wird schon angewählt. Gehen wir ein bisschen näher ran hier. Ja. Konstruktion sehe, da ist der Mittelpunkt. So, und da haben wir es auf derselben Höhe. Ich muss natürlich jetzt den Text nochmal ändern. Wie gesagt, vorsichtig dabei. Ja, Rohrtyp 4. So, damit man nicht beim späteren Verändern von dieser Seite in den Papierbereich so sofort reingeht und damit in den Modellbereich kommt,
kann man noch Folgendes machen. Das zeige ich euch jetzt mal eben noch kurz. Hier in die Layer-Steuerung reingehen. Und ihr seht, Layer-Fenster Lay. Den kann ich erstmal hier mit der Lampe ausmachen. Das ist eine Möglichkeit, dann sehe ich nicht mehr. Aber was ich auch machen kann, ich kann den sperren. Und ausmachen. Sonst ist er nicht mehr da. Und so ohne weiteres komme ich jetzt hier, da wird er jetzt angezeigt. Wenn ich jetzt nochmal klicken würde, wäre ich wieder im Modellbereich. Also das wäre ich dann auch gewarnt hier so ein bisschen. Ja. Hier doppelklicke, sind wir schon im Modellbereich. Aber wenn ich jetzt hier was machen würde, vorsichtig. Aber immer diesen Bereich da beachten. Ja. Was jetzt noch fehlt, ist unser Blattrahmen. Den haben wir ja schon vor ein paar Folgen gezeichnet, DIN A3 Rahmen. Den würde ich jetzt gerne hier auch dann einblenden. Dazu müssen wir die Zeichnung erst öffnen. Ich gehe auf Datei öffnen. Suche die entsprechende Übung raus. Blattrahmen DIN A3. Jetzt habe ich hier mehrere. Ich nehme mal diese hier. Da ist der Blattrahmen. Und jetzt gibt es folgende Möglichkeit, hier was zu kopieren. Und zwar, wir kennen ja einmal den Befehl kopieren hier aus dem Ender-Menü. Den sollten wir jetzt nicht nehmen, weil wir jetzt in eine andere Zeichnung das ja wieder einfügen wollen. Deswegen gibt es hier oben unter Bearbeiten kopieren mit Basispunkt. Da klicken wir jetzt mal mit der linken Maustaste drauf, wählen jetzt diese rechte untere Ecke. Das ist der Basispunkt. Da hängt hinterher, wenn wir das in die andere Datei einfügen mit Steuerung V, hängt es direkt dort am Cursor. Da habe ich gewählt. Jetzt muss ich das Objekt wählen. Das ist der gesamte Rahmen. So. Ja, das war es eigentlich schon. Jetzt gehe ich wieder auf Fenster, gehe in meine erste Datei rein und sage jetzt unter Bearbeiten einfügen. Auch wenn wir jetzt auf dem Layer BAM Papierbereich sind, ist hier trotzdem dieses Ding in die richtigen der Blattrahmen auf die richtigen Layer draufgespielt. Jetzt muss ich das so ein bisschen manuell gucken. Ich muss also gucken, dass ich diesen Punkt hier unten einigermaßen genau treffe. Deswegen muss ich das ein bisschen größer mal machen, dass ich das besser sehe. Das ist jetzt ein bisschen Fingerspitzengefühl, dass das einigermaßen genau passt. Kommt jetzt nicht auf einen 10 mm, einer sollte so ungefähr passen. So sieht es gut aus. Einfach linke Maustaste drücken, dann ist das dort. Ja, kleiner scrollen. Auch wenn er das so groß hat, gibt es auch noch andere Möglichkeiten. Zoom auf alles. Dann wird das wieder sofort in der richtigen Bildschirmgröße ausgewählt, weil an die Bildschirmgröße angepasst, sagen wir es mal so. Ja, das ist unsere erste Zeichnung. Man könnte jetzt, wenn wir das Schriftfeld schon haben, das machen wir in der nächsten Folge irgendwann mal, könnte man jetzt hier das Schriftfeld einfügen und das beschreiben und so weiter und so fort, dann ist das soweit okay. Dann wäre diese erste Zeichnung schon fertig. Ja, das war, wie gesagt, erstmal Umgang, Papierbereich, Bemaßung und so weiter und so fort. Jetzt machen wir das zweite Layout. Wir klicken auf das zweite Layout. Auch hier würde ich sagen, machen wir mal Folgendes. Erstmal umbenennen. Rechte Maustaste wieder umbenennen. Dann Z für Zeichnung würde ich einfach mal sagen. Unterstrich mache ich immer. Und dann Rohre. Einfach Rohre. So. Auch hier sehen wir erstmal DIN A4. Allerdings, weil wir schon im Papierbereich sind, wird auch schon das Ansichtsfenster auf den richtigen Layer gelegt. Das müsst ihr sonst, wenn ihr woanders gewesen seid, vorher nochmal ändern. Einfach anwählen und dann oben durch den Layer Manager oder die Layer Steuerung in diesem Falle einfach ändern. Ja, wir müssen aber ein größeres Blattformat auswählen. Und zwar würde ich jetzt sagen, machen wir DIN A3. Das kriegen wir da ganz gut untergebracht. Und zwar in Seitenansicht, in Ansicht und Draufsicht, und wir kriegen auch eine Isometrie hin. Gut. Ja. Rechte Maustaste, Seiteneinrichtungsmanager. Ich sehe, hier sind zwei hinterlegt. Das ist das erste, was wir gemacht haben. Das werden wir jetzt sagen, ändern. Hier wieder den Drucker auswählen. Wir nehmen denselben Drucker wie eben oder den gleichen Drucker wie eben. DWG durch zu PDF. Das hier. Jetzt müssen wir hier ein anderes Papierformat auswählen. Wir gehen wieder auf ISO Bleed oben, ist der obere Bereich, DIN A3, und zwar in Flachkant. Das ist DIN A3, ist hier 420x297, das müsste passen. Wieder Layout, Maßstab 1:1. Klotzspieltabelle ist dann hier monochrom. Und
Qualität würde ich sagen, wieder maximal. Querformat ist eingestellt, sagen einfach okay. Ja. Dann einfach hier schließen. So, jetzt haben wir das Blatt in Querformat. Wir gehen wieder hin und sagen okay. Jetzt nehmen wir die beiden unteren Rohre, da sind ja die 3D-Rohre. Erstmal würde ich vorschlagen, dass wir das Rohrtyp 3 wieder nehmen, grenzen das erstmal so ein bisschen wieder ein. Indem wir die Griffe verwenden. So, jetzt müsste ich hier natürlich den Maßstab einstellen. Rechte Maustaste auf das Ansichtsfenster, das ist ja sichtbar. Dann auf Eigenschaften gehen und sagen, benutzerspezifisch, klicken auf das, auf den kleinen Pfeil hier, 1 zu 2. Also Maßstab 1 zu 2, doppelt so klein. Gut, reicht schon. Durch Drücken auf das, oder Klicken auf das X machen wir dieses Fenster Eigenschaften wieder weg. Wir können das hier noch ein bisschen kleiner ziehen. Sollten wir auch tun. So. Ja, schieben wir jetzt erstmal jetzt wieder dahin, wo es ungefähr hinpassen könnte. Wir müssen ein bisschen tiefer noch schieben. Auf jeden Fall. So wie eben. Ja, jetzt ein bisschen mehr nach links. Ungefähr dahin. Okay, passt. So. Jetzt kopieren wir uns einfach dieses Ansichtsfenster einmal darüber. Klicken auf die Umrandung und ziehen das Ganze ein bisschen höher, weil wir ja jetzt unsere Ansicht daraus generieren wollen. Jetzt gehen wir mal näher ran, scrollen mit der mittleren Taste, mit der Maustaste, den Scrollrad. Klicken jetzt wirklich zweimal hier in das Ansichtsfenster. Wir landen wir dann im Modellbereich. Wenn wir jetzt hier oben hingehen, der sieht hier wie beim Modellbereich oben und auch den Drahtkörper. Wir gehen hier nicht auf oben, sondern nach vorne. Und wir wählen auch hier sofort nicht den 2D-Drahtkörper aus, sondern sagen einfach so, na, verdeckt. So. Wir gehen aus dem Fenster erstmal raus, doppelklicken, damit wir im Papierbereich landen. Wir sehen, hier ist die Vorderansicht eingestellt. Die werden jetzt erstmal wieder durch Doppelklicken in den das Ansichtsfenster wieder in den Modellbereich wechseln und jetzt gehen wir wieder auf Pan, schieben das so ein bisschen in die Mitte. Jetzt können wir mit der Scroll-Taste das Ganze auch schon ein bisschen ja, vergrößern. Ja, gehen die mal raus jetzt hier. Ja. Klicke jetzt in das Ansichtsfenster an, rechte Maustaste, jetzt gehe auf Eigenschaften. Und muss jetzt natürlich auch den Maßstab hier einstellen, Maßstab 1 zu 2. So. Na, habe ich es richtig gemacht gerade? Maßstab 1 zu 2 passt, ja, okay. Gut. So. Da ist es auch schon. Jetzt ziehen wir das Ansichtsfenster ein bisschen größer auf. Wir sehen also einfach nur ein Rechteck im Moment. So. Gucken wir mal eben in der Höhe, dass es auch wirklich komplett drauf ist. Können wir uns auch noch ein bisschen größer ziehen hier. Und da auch noch was. Ja, also bis da drunter müssen wir. Da oben können wir es ein bisschen kleiner machen. So, jetzt schieben wir einfach das Ganze ein bisschen höher. Wir schieben. Ja, das ist schon zu viel hier. Wir müssen hiermit auch ein bisschen runter noch. Muss man so ein bisschen ausprobieren. Hier haben wir noch Platz, das passt noch. Ja, wird funktionieren. So, okay. Wie sieht es da aus? Das müssten mindestens 5 mm sein. Das wird passen, denke ich mal. Jetzt seht ihr das aber. Das ist nicht ganz in der Flucht hier. Das heißt, die Außenkante von dem Rohr geht hier seitlich an dem Durchmesser vorbei. Das sollte natürlich nicht so sein. Was man jetzt macht, ist folgendes. Man geht einfach hier auf den Befehl Linie im Werkzeugkasten zeichnen. Klickt den an. Sucht hier den Mittelpunkt raus. Da ist er. Hier ziehe jetzt einfach, da muss man natürlich jetzt im Auto-Modus befinden. Der ist aktiviert bei mir. Einfach die Linie oben raus. Mit Escape oder Return. Die Linie abschließen, welche Höhe die hat, spielt wie gesagt keine Rolle, sollte nur ein bisschen über das Ansichtsfenster hinausragen.
Und jetzt macht man Folgendes. Jetzt geht man auf den Befehl Schieben, klickt das Ansichtsfenster an, rechte Maustaste Auswahl bestätigen und jetzt sucht man sich den Mittelpunkt von dem oberen Kreis. Da ist er. Und klickt das jetzt hier an den Bereich dran. So, jetzt habe ich das genau übereinander liegen. Sehr schön. Und das kann ich jetzt, mache die Linie oben weg, einfach markieren, rechte Maustaste löschen. Ich kann auch entfernen drücken, das spielt keine Rolle. Ich kopiere jetzt einfach diese beiden Sachen nochmal und die beiden Ansichtsfenster nach rechts. Die ein bisschen weiter. So. Klicke doppelt rein. Steuerungstaste gedrückt halten. Kann ich das jetzt schieben? Ja. Ich mach mal Plan hier. Ja. Ungefähr die Größe hat. Jetzt habe ich hier ein bisschen verdreht. Es wird also so eine Art ja, Isometrie dargestellt, die man etwas näher ran. Geht da doppelt rein. Suche jetzt hier oben nicht Benutzer definiert, sondern ist natürlich vorne. Da ist es. Übersicht bekommen. Schiebe das jetzt so mittig da rein mit dem Befehl Pan. Na, ah, ich bin auch links hier. Ja. Natürlich muss ich die vorher in den Modellbereich wechseln. Da haben wir es. So. Könnte ja schon mal ein bisschen zumindest anpassen. Genau machen wir es gleich. So. Das reicht mir erstmal. Escape, rausgehen, doppelklicken, wie wir Papier bereit. Das Ganze mache ich jetzt auch nochmal mit der Draufsicht. Ah, rückgängig geht das auch. Ich mache sofort Panbereich oder Panbefehl aufrufen. Dann geht das einfacher. So, da ist der andere Kreis. So, schön. Escape raus. Dann doppelklicken wieder außerhalb und schon bin ich wieder im Papierbereich. Selbe Situation wie eben, das steht nicht genau mittig übereinander. Vor allen Dingen fehlt mir hier noch ein bisschen die andere Wandung. Ich mache das Ansichtsfenster ein bisschen größer, als ich das sehe. Vor allen Dingen müssen wir den Maßstab jetzt nochmal eben einmal einstellen. Na? War schon zu groß, bin schon zu weit gerade gegangen. So, ja. Okay, jetzt stellen wir erst den Maßstab ein. Also ich habe der linken Maustaste das Ansichtsfenster markiert, rechte Maustaste, Befehl Eigenschaften. Dann hier unter Ansichtsfenster Maßstab 1 zu 2, da ist es. Gut, rausgehen. Ich kann das jetzt nochmal hier müssen wir natürlich auch mal eben gucken, ob das der Maßstab noch passt. Da ist 1 zu 2, das passt noch, das ist gut. Ja, machen wir wie eben einfach Befehl Linie. Ein bisschen näher rangehen. Einmal so über die Konstruktion, damit ich den Mittelpunkt habe. Hochziehen, irgendwo festmachen da. Ja, geht. Ja, und dann schieben, Ansichtsfenster markieren. Mittelpunkt suchen. Seht ihr, das ist nicht ganz genau da dran. Zack. Und dann da drauf schieben. Linke Maustaste. Passt. Linie löschen. Sind die Sachen genau übereinander. Was ich jetzt natürlich auch noch gerne hätte, ist, dass das in einer Höhe dargestellt wird. Befehl Linie. Wir nehmen wieder hier den Mittelpunkt, ziehen hier so eine Linie drauf und schieben jetzt einfach das Ansichtsfenster da dran. So. Löschen. Da können wir das ein bisschen kleiner machen. So. Und müssen es ein bisschen länger machen. Nicht ganz so lang. So. Okay. Ja, damit hätten wir beide Rohre dargestellt. Was wir natürlich jetzt auch noch machen können, ist von diesem Rohr eine Isometrie. Ich habe es aber daneben kopiert jetzt.
Klicke jetzt da rein, sage jetzt nicht vorne, sondern ISO-Ansicht. Da seht ihr schon, wenn die Dinge eingeblendet. Was man jetzt auch noch mal machen könnte, wäre den visuellen Stil ändern. Nicht mehr verdeckt, sondern sagen wir mal realistisch. Wir könnten noch das Rohr eine andere Farbe geben. Wir könnten es auch grau machen. Ich weiß nicht, ob man es gerade gesehen hat. Da gibt es die Möglichkeit auch, das Graustufen zu wählen. Ja, das sieht doch schon wie ein Gerüst drauf aus. Ja, jetzt kann man, wie gesagt, mit Pan das Rohr ein bisschen größer machen. Ja, das auch mal so. Das andere Rohr ist jetzt mit drauf. Man könnte das jetzt so lassen. Wir lassen es mal so. Es geht ja nur darum, dass wir es einmal zeigen. Escape, Pan-Befehl verlassen, Doppelklicken draußen. Jetzt könnte man, wie gesagt, hier das auf das eine Rohr begrenzen. So, haben wir nur das eine drin. Oder wir können auch sofort beide Rohre reinnehmen. Okay, passt. Lassen wir es mal so. Ja, das war das Ausrichten. Jetzt müssen wir wieder bemaßen. Wir sind ja noch auf dem Leerbemaßung-Papierbereich. Selbe Situation wie eben, nur dass wir es nochmal eben einmal machen. Wir gehen hier rein. Können jetzt aber, wie gesagt, mal die Ansicht nehmen. Da, da. Und setzt das einfach mal so hier hin. Das könnte man noch schöner ausrichten. Jetzt kann man auch die Höhe bemaßen. Rechte Maustaste wieder. Befehl aufrufen. Nehmen wir mal den Mittelpunkt. Obwohl wir im Maßstab 1:2 gearbeitet haben, weil das jetzt skaliert haben, haben wir trotzdem noch die richtigen Maße. Die sind jetzt in Millimeter. Wenn man es in Metern haben müsste, müsste man dieses einmal ändern. Das kann man machen. Das geht darum, oder geht damit, dass man diesen Bemaßungsstil entsprechend anpasst auf Meter. Das machen wir in einer späteren Folge mal. Kein Problem, das kriegen wir hin. Ja, das ist jetzt die Bemaßung. Jetzt müssen wir die Wandstärke hier unten vielleicht mal eben einmal machen. Das wäre vielleicht eine gute Idee. Das macht am meisten Sinn in der Draufsicht. Zack, zack. Kann man hier drunter schieben. Ja, so. Sehr schön. Das kann man jetzt auf der anderen Ansicht auch nochmal machen. Machen wir erst eben die Höhe. So. Dann Durchmesser. Rechte Maus, das Befehl wiederholen. Zack. Und da ein bisschen näher rangehen. Wieder nicht. Ja, jetzt habe ich mich verklickt irgendwo gerade. Wir nehmen den. Ja, komm. Jetzt. Wenn ihr jetzt so eine Situation habt, gibt es folgende Möglichkeit. Man kann natürlich jetzt hier unten unter die Objektfänge nur den Quadranten einstellen. Das heißt, ich nehme erstmal alle weg hier, sodass nur Quadrant überbleibt. Ja. Jetzt seht ihr, geht das auch. Da ich jetzt diese nicht fangen kann, mache ich das gleiche nochmal. Diese Falle, rechte Maustaste, jetzt lege ich die anderen Punkte wieder rein, die ich brauche. Schnittpunkt ist nicht schlecht. Notrecht ist auch nicht schlecht. Nächster wäre nicht schlecht. Dann nochmal Schnittpunkt wäre auch nicht schlecht. So, jetzt kann ich das wieder anwählen hier. Da finde ich jetzt auch meinen Endpunkt wieder. Habe es wieder in derselben Höhe. Und das Ding ist gut. So, jetzt gehen wir hier rein. Die beiden Quadranten nehme. Schieben das ein wenig hier so rein. Was mir jetzt aber nicht gefällt, ist, dass der Text hier oder die Maßzahl hier in der Zeitung ist. Ich klicke jetzt diese Maßzahl an. Ihr seht, da ist so ein blauer Punkt jetzt angelegt. Jetzt kann ich die rüberschieben. Ja. Und gut ist. Ihr könnt auch jetzt die Bemaßung an die andere anschließen wieder. Ja. Einfach Befehl schieben genommen, Endpunkt, ich kann es nochmal rückgängig machen. War vielleicht ein bisschen zu schnell gerade. Einfach wieder schieben, die Bemaßung anwählen, den Endpunkt hier suchen, da rangehen, dann haben wir es da. So sollte es eigentlich sein. Haben wir da ja auch. Wo da passt es nicht ganz genau an sich gerade, das können wir mal eben ändern. Einfach das da reinmachen, so sieht es aus.
So, eben gucken, ob wir die Punkte richtig gepackt haben. Er liegt ein bisschen daneben. Das ist aber nicht ganz so tragisch, das kriegen wir hin. Wenn wir die Griffe einfach nehmen und dann an die entsprechenden Punkte na, hier rangehen, dann passt es wieder. So. Ja, das war jetzt wie gesagt unterschiedliche visuelle Stile. Bemaßen nochmal. Könnt jetzt auch wieder den Text nochmal reinschreiben, das erspare ich mir jetzt. Aber was ich noch gerne machen würde, ist, dass ich den Blattrahmen nochmal einmal einblende. Und zwar gehen wir wieder auf Datei öffnen. Suchen jetzt den Blattrahmen DIN A3. Da ist er. Suchen die entsprechende Zeitung rein. Hier haben wir sogar einen Block. Ja, könnten wir auch den Block ein. Ne, ist wieder vier Blocks, sehe ich gerade. Wir nehmen einfach die Übung, die da drei Blatt. Welche nehmen wir? Wir nehmen die hier. Ja, die nehmen wir. Gut, das ist das Richtige. Da ist der Rahmen, genau. Ja, wir eben da bearbeiten. Kopieren mit Basispunkt, wieder die untere rechte Ecke auswählen. Gesamte Objekt wählen. So also ein Fenster aufziehen. Mit der rechten Maustaste die Auswahl bestätigen. Jetzt in die erste Zeichnung wieder reingehen oder Fenster. Erste Zeichnung ist das in diesem Fall bei mir. Unter Bearbeiten. Ihr könnt auch STRG-V drücken, seht ihr hier auch. Aber ich kann auch den Befehl einfügen wählen. So, jetzt wieder nah rangehen. Na, wie irgendwie geht, einigermaßen gescheit sehen kann. Also so reich. Ja, passt so. Schön. Zoom alles. Ja, dann haben wir die entsprechende Zeichnung da drin. Was jetzt hier ein bisschen irritiert vielleicht hier in dem Bereich. Sehr nah dran, das passt aber alles. Wir können jetzt die Fensterlay-Geschichte nochmal anpassen. Wir haben ja hier, unsere Ansichtsfenster sind übrigens noch auf dem Layer. Maß- und Papierbereich drauf, das sollte ja eigentlich nicht so sein. Deswegen wähle ich jetzt einfach die Ansichtsfenster mal eben einmal an und ändere das. Ich kann es auch nochmal sofort zeigen. Ja, hätte die gerne auch auf den gesperrten bzw. auf den nicht sichtbaren Layer. Ich habe die jetzt ausgewählt, einfach mit Klicken durch die linke Maustaste. Gehe jetzt hier auf die Layer-Steuerung, klicke jetzt hier Fensterlay an. Der sagt, der ist nicht sichtbar, ist auch dann gesperrt. Und dann wird dieser Bereich zugefügt. Da gibt eine Meldung zu, klicke ich einfach auf OK. Ja, dann sieht es so aus. Das kann man hier unter Schriftfeld noch einfügen und so weiter. Das, wie gesagt, machen wir mal später. Ja, das war's mit dieser Übung. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gezeigt und Spaß gemacht. Ihr habt was gelernt dabei. Und wir sehen uns zur nächsten Folge demnächst. Dankeschön.